Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. So, wir haben was von Mikey gekriegt. Erstmal haben wir hier was. Tagebuch. 7.5.2010. Max, haben wir je zwei Wahrheiten und eine Lüge gespielt? Du würdest dabei versagen. Wir hätten es zwei Wahrheiten und, oh mein Gott, kann ich es zurücknehmen? Tut mir leid, dass ich gelogen habe, die Schuld erdrückt mich genannt. Zwei Wahrheiten und eine Lüge sollte in der Schule unterrichtet werden. Kommt mir vor, als habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass Rachel beidhändig ist und Löwe und dass sie aus Kalifornien ist. Ich habe auch gelernt, dass ich noch viel übers Lügen lernen muss. Ich war ein offenes Buch für Rachel. Sie hat meine erfundene Katzenallergie als Unsinn erkannt. Im Prinzip ist sie ein menschlicher Lügendetektor. Habe ich erwähnt, dass wir in einem Zug waren? Das war echt cool. Einfach nur da sitzen und die Welt vorbeifliegen sehen. Dann sind wir rausgesprungen und in einem abgefahrenen Park im Norden der Stadt gelandet. Kein Ding. Captain Chloe Blaubart, Geisel von Arcadia Bay. Mikey? Tut mir leid wegen Drew. Nicht deine Schuld. Mein Bruder ist nicht immer ein Arschloch. Nur die meiste Zeit. Vergiss es. Was haben wir denn noch? Wir müssen noch ein glückliches Balg, toter weißer Typ und das alte Auto kriegen. So. That is the look of a person who is used to getting what she wants. Wonder what that feels like. Looks like this one might actually be working. I don't want to head down there just yet. Okay. Was T-Shirt sieht so dreckig aus, ne? Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry and spitting out kids. Was this how historic axe murderers searched for their next victim? Ein Sextant. Vermisst man damit nicht den Himmel? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß, dass man es auf jeden Fall auf See braucht. Stop sextanting the interns. Ich bin mir aber nicht sicher. Normalerweise halte ich auch gar nichts davon, dass man eine Statue beschmutzt, This aber. Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. Founders keepers, I guess. Aber naja. Rachel's quarter is still trapped in there, waiting to be set free. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. This whole day is out of order, but in the best possible way. The lonely oak looks lonely. Guess even trees have outcasts. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Victoria, oh. Chloe Price, Flur J. Kohlenstoff, Kalium, Tellur, Uran, Kohlenstoff, Wasserstoff. Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das Imperionsystem fickt euch liest? Ich habe dafür Ärger bekommen, du Flur, Sauerstoff, Tellur, Selen. Selen. Selen? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Du hast mich gerade eine Photese genannt. Hä? Tellur ist T. Und Selen, See. Fick dich, du bist so tot. Bist.
Ooh. Damn it. It always looks so easy in the movies. Wonder if I can find something sturdier to use. Okay. Dann brauchen wir was anderes. Da können wir uns wieder hinsetzen und... Oh. Yuck. Cliché much, AW and BW. Ach ja, ich muss zugeben, ich habe auch so einen Baum. Das ist so, ich bin eigentlich überhaupt nicht romantisch und finde sowas auch albern und stehe auch nicht auf Klischees, aber ich habe auch so einen Baum und es war mit meinem allerersten Freund. Da habe ich auch so einen Baum beritzt. Ah. Irgendwie war es damals süß und heute denkt man sich, wie dumm bist du? Also wie dumm warst du eigentlich? Bigger prior majigger. Just a day in the park with Rachel Amber. You know when something kind of amazing is happening, you don't always stop to think about it right away? And then when you do think about it, you start thinking about it a lot. And the more you think about it, the crazier it seems, until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Yeah. Let's not do that today. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it Innocence Lost or some shit. I guess nature doesn't quite provide. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. Toll, dann kommen die Vögel. Auch nicht schlecht. This trash can is in pretty high demand. I wonder if I could use this to get the quarter out. Was eine Nagelfeile so alles nützlich ist, ne? Und ich denke schon, dass du jemanden damit erstechen kannst. Stealing a dedication plate takes persistence. Steph. So, hey, aufgepasst, Wells ist auf dem Kriegspfad. Oh nein, ernsthaft? Ich versuche nur zu helfen. Ja klar, du hast mich heute Morgen umgebracht. Dafür ist der Meister zuständig, Mann. Und danke, dass du mit uns gespielt hast. Mikey hatte richtig Spaß. Er ist cool. Er ist seit einer Weile etwas Depri, weiß nicht warum, aber das Spiel mit dir hat ihm gut getan. Wie ich ja schon, Meisenheer. Achso, du weißt die Vogelart. Wie ich ja schon in einigen Folgen davor sagte, dass ich das jetzt richtig cool finde mit diesen auf Kriegsfahrt gehen, beleidigen und dass man daraus so ein kleines Spiel gemacht hat, finde ich gut, dass sie das eingebaut haben. Es ist mal auf jeden Fall was Interessantes. Es kommt real rüber und ich finde es auch an sich gut, weil ich kann mich damit richtig identifizieren, denn ich bin auch ziemlich streitsüchtig. Lass mir ungern was sagen. Diskutiere gerne und lasse einen Streit ungern im Raum stehen. Also, ne, dass er nicht, ich weiß nicht. Ich kann mich damit richtig gut hineinversetzen. Vor allen Dingen auch so mit Sprüchen so, ach, du kannst zwar richtig Parole bieten und kannst auch jemanden ins Gesicht sagen, wonder if I can get that quarter out of the viewfinder. Du kannst auch jemanden ins Gesicht sagen, was du halt denkst, ne? Und kannst ihn auch beleidigen. Aber manchmal ist es auch so, man wird so wütend und dann sagt man irgendwie auch mal falsche Dinge und
Und am Ende des Streits, wenn der andere dann irgendwie gewonnen hat oder sowas, dann denkt man sich auch hinterher, ach mein Gott, hätte man lieber das und das gesagt, ne? Und dann kommen richtig geile Sprüche so, weil man dann mehr Zeit hat zum Nachdenken. Und deswegen finde ich das so cool, dass sie das mit eingebaut haben, weil es, ja, weil es halt genauso ist wie im echten Leben. Ich habe es jetzt viel zu oft gesagt, aber ich bin einfach begeistert darüber, dass sie sich sowas einfallen lassen haben. Wait, is that the same AW as before? Not afraid of commitment, I see. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Whoa, that's badass. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Ein Totem des Salish-Stammes. Der Rabe steht für Verwandlung. Sein Grinsen versteckt seinen schelmischen Charakter. Der Rabe erscheint in vielen uralten Geschichten, der Salish und anderer Stämme. Manche sagen, der Rabe half bei der Erschaffung der ersten Menschen. Der Rabe verdient Respekt, aber vertrauen sollte man ihm nicht. Ja, und wir sehen öfter einen Raben. Wow, that's badass. Oh, das ist ein Vogel. Achso, ich dachte. There's gotta be something freeing about being able to build your home wherever you are, from whatever is around you. Der wäre auf den Boden gefallen. Irgendwie, wir müssten denen helfen. If you're going to argue in public, at least have the decency to make it about something interesting. My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. Hey. Spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not. What kind of food? This place has really gone downhill. Shh. She's right there. Okay. Die haben uns anscheinend für eine Bettlerin gehalten. Und Chloe fragt dann eiskalt nochmal, was für Essen? Irgendwas da mit Schlüssel im Auto. I don't want to head down there just yet. Totally gonna get you that quarter. Love the confidence. Would love a quarter even more. Ich mach ja schon. Prescott, power activate. I don't want to boast, so I'll let you do it for me. Chloe Price, you are truly the Viewfinder Whisperer. I stand in awe of your powers. Rachel smells like jasmine? Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. Ich hab's dir gesagt. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it? I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. They totally stole my third grade art project. Wow, you made that? Can't you tell? It does have a certain give zero fucks quality that I recognize. Think this guy is married to a nutritionist? He's all like, I'm not allowed to eat this stuff at home, so. I love grease.
How can something that tastes so good be so wrong? Oh, dropped a fry on my suit. Now I'll have to burn it. Good thing I have a giant squirrel costume in the car. Ich denke mir das auch immer. Wie kann sowas Leckeres nur so schlecht schmecken? Oh. Oh mein... Sind das zwei Typen? Oh, ist das süß. Alright. Let's see. Why do we always hold hands like this? Didn't you tell me you were ambidextrous? No, I didn't. I said I was ambisexual. Oh, so you can have sex with both of your hands? Exactly. Wanna see? Only if you let go of my hand first. What's going on with these two? And the Lord saideth, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow. That was dark. Too dark? Perfect dark. This is fun. Who's next? Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Is this... Ooh, jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Is this Rachel's father? Wait, you're a prostitute? But I'm a prostitute. Now who gets paid? Rachel? Hey, are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent how to party? Be my guest. How gracious of you. Es war ihr Dad. Und er hat anscheinend eine Geliebte. They have a bottle of wine. Let's steal it. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead? No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right. I'm going in. Try to keep up. Can we help you? Oh my god! Holy shit. Talk about committing to a performance. Better act fast. Also, ich muss halt kurz noch was anmerken. Rachel schien zwar sauer oder enttäuscht zu sein, aber sie schien nicht gerade überrascht. Also entweder hat ihr Vater, sie und ihre Mutter verlassen und hat jetzt eine jüngere Geliebte. Oder ihr Vater betrügt die Mutter und sie hat es irgendwie herausgefunden oder weiß es, wusste es schon, irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Vielleicht war das der Grund, warum sie unbedingt dahin wollte? Keine Ahnung. What do we do? Should we check her pulse? Didn't you used to be a lifeguard? And the Oscar for best distraction of wine-toting picnickers goes to Rachel Amber. Yeah, I guess I'd remember. Better play my supporting role and grab the wine fast. Don't yell at me. There it is. Time to snatch and run.
Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. I need to get these two to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! I already called 911. They should have an ambulance here any moment. In the meantime, they said to keep close watch on her. Like, turn all the way around and really focus. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Oh, shit! That sounds like rabies to me. Rabies? Yep, definitely rabies. Better pay close attention to make sure she doesn't try to bite you. Okay. You can do this. I can't do it. Pathetic. Look, he's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. Hey, look at me. Do you want to be locked out of the car of life forever? Or are you ready to break in there and seize the keys to your potential? Oh my God. You're right. Was? Oh mein Gott. Für was wollte hey, er... Wow. I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Thank you. Yeah. Good work, everyone. Peace out. That was incredible. You're a hero. Huh. I guess I am. Was? Die hatte Tollwut und er wollte sie Mund zu Mund beatmen? Okay. Here. You earned this. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. Oh. I'm excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Müssen die immer auf den Schienen gehen, ey. Ich kriege jedes Mal Panik, wenn ich sowas sehe. Whoa. Hey, check this out. What? Great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Lass sie mal lieber in Ruhe. Chloe,
I'd really like some space right now. Okay. Das war ja auch nicht lass sie in Ruhe, ne? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Yeah, I get it. I know I'm not the easiest person to be around. I don't exactly have tons of experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. I didn't say it did. I'm just saying I understand. No, you really don't. Fuck! Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Score. Hey, check it out. I don't always drink beer, but when I do, I prefer drinking it next to an old toilet. Home run! Can I see? Sure. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go! Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Ja, Leute. Was ist das eigentlich? Aber nächste Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.